So, jetzt, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls und ihr alle anderen da draußen, das Kapitel des Dämonikons. Schalte ich doch gleich mal um. Na, so. Heiße ich euch herzlich willkommen. Ach ja, da tut der Bot, beziehungsweise das Programm schon die Arbeit. Mal wieder Wanna Become Famous. Ba, 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 ba. Oh, Mann. So, das Wichtigste habe ich natürlich vergessen. Mahlzeit Mokai, einen wunderschönen guten Sonntag wünsche ich dir. Ich hoffe, du genießt dein Wochenende oder dein Restwochenende. So, ich wollte nämlich noch, vor lauter schnell, schnell habe ich mal wieder komplett vergessen, die Programme zu öffnen. So, muss nur kurz noch schnell was machen. So. Wunderbar. So, heute machen wir ein bisschen was anderes. Gehen wir mal erfolgreich. Okay, erstmal Glückwunsch natürlich zu Assassin's Creed Odyssey, dass du da recht gut vorankommst. Und weiß ich noch nicht. Wir starten. Neues Spiel, Stadtname. Kann ich doch bearbeiten. Ha! Junger Vater, ich vergesse, das ist ja auf Englisch. Ich muss Y für Z drücken. Karten zieht. Dann nehmen wir random irgendwas. So, ich hoffe, die Melodie ist nicht zu laut. Startbedingungen mittel, schwierig, leicht. Ich lasse bei Mittel Katastrophen ein. Gemäßigtes Klima, rau und mild, gemäßigt. Terrargröße. Moment. Ein mittelschweres Spiel beginnt mit 5 Familien, Kleidung, Nahrung, Brennholz und Baumaterial stehen zu. Lagerhaus wurde bereits gebaut. Ein wenig Saatgut für Feld- und Obstgarten ist gegeben. Okay, Täler und Berge. Ne, Täler natürlich. Leicht ist was? Ein leichtes Spiel, 6 Familien. Zu Anfang große Menge an Kleidung. Wohnhäuser. Nein, schwierig. Beginnt mit 4 Familien. Einklarsteife. Es ist kein Saatgut vorrätig. Das könnte interessant werden. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt hier Mittel oder Normal beginnen. Ich denke mal, wir beginnen mit Mittel. Na, Mittel. Die Steuerung ist halt ein bisschen unpräzise. Ein random Ding. Terrargröße. Ich kann leider nichts sehen. Von wegen Terrargröße kann ich mir jetzt nichts. Vielleicht auf groß? Gemäßigt? Okay. Wird schon schief gehen. Das letzte Mal, wo ich in Banish reingeschaut habe, ist Jahre her. Nee, 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 nee. Nicht direkt. Du kannst auch sie auswählen. Willst du Berge haben? Das wird dann verdammt schwer mit dem Bauen. Oder willst du Täler haben? So, erstmal kurz Pause. Ich muss in die Optionen. Erstmal, weil irgendwas stimmt doch dann nicht mit der Grafik. Doch, passt alles. Passt, 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 passt. Komisch, weil das da unten zum Teil verschwindet. Deswegen. Karte, okay. Mods, nur die German Translation, damit das alles auf Deutsch ist.
Errungenschaften, 300, 600, 900 Einwohner. Oh, da könnte ich ja fast Anno spielen hier. Also Anno 1602. Ausgebildet von 200 Mönchen, jede 4 Jahre lang überleben. Ungelernt erreicht sie eine Bevölkerung von 300, ohne Schulen zu errichten. Alles Könner. Okay. Grabstein, 400 Gräber. Oha. Okay. So. Okay, wir sind wirklich in einem Tal. Mehr oder weniger. Oh, ist das laut! Sorry, aber ich muss ja fast brüllen. Das ist echt laut. Ja, kein Wunder. Setzen wir mal auf 5. Umgebungslautstärke. Falls es zu leise sein sollte, sagen, dann gucken wir mal, wie, wo, was. Aber das war gerade richtig brutal laut auf den Ohren. So. Gut. Wir brauchen. Ach, Lagerhaus ist schon. Eisenwerkzeug, Kartoffeln und Ledermantel. Alles klar. Okay, wir brauchen auf alle Fälle erstmal ein Zuhause. Eigentlich sollte man von Holzhäusern die Finger weglassen, weil die brauchen auf alle Fälle viel Brennholz. Und ein Steinhaus ist da auf alle Fälle viel besser. Ja, ich überlege, wo könnte ich ein Haus bauen? So. Bauen wir erstmal hier eins. Und starten mal. So. Achso, halt Optionen. Ich brauche das Fenster. War es das hier? Ja. Nein, das war's nicht. Verlauf. Übersichtskarte. Hier. So, wir haben 10 Arbeiter. Wir brauchen auf alle Fälle 2 Bauarbeiter, damit Häuser gebaut werden, damit das Ganze gebaut wird. Wir brauchen eigentlich immer freie Arbeiter. Mindestens 2. Die Regel gab es schon damals bei Die Völker von Joe Wood. Dass man immer 2 freie Arbeiter hat, damit man sich um das Zeug kümmern kann. So. Ich schaue noch gerade schnell was nach. Und außerdem können wir dann mit Holz, Brennholz dann machen, etc. Auf alle Fälle sollten wir uns auch recht schnell um Nahrung kümmern, weil wir brauchen verschiedene Nahrungseinheiten. Wenn wir uns nur von demselben ernähren, hat das böse Auswirkungen. Beziehungsweise Lagerraum, Stadtgebäude und ja, ein Hack von Lissy. Hoi Lissy! Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass du B raidest. Da macht ja Red Dead Redemption, wenn ich es richtig gesehen habe, Fischerhütte. Aber ist wahrscheinlich nichts Ruhiges. Wenn man das so sehen möchte mit Red Dead Redemption. Fischerhütte, auf alle Fälle werden wir brauchen. Für mehr Nahrung. Hoi, Assas. Ich habe deine Nachricht noch gelesen. Nein, ich komme leider nicht mit einem Postschiff. Es werden alles mit Iveco Autos zugestellt. Deswegen, ich war da letzte Woche echt nicht froh über dieses Wetter. 0 von 45 bauen? Ach so, okay. Hoi, hoi. Die letzte Woche, die war grauenhaft. Also sprich, meine Vorgesetzten haben auch gesagt, ja, wie, du hast nicht fertig, bist mit deiner Arbeit nicht fertig geworden, etc. Wo ich dann auch noch so dachte,
Wie denn auch? Hab kurz was vergessen. Moment. So. Für alle, die übrigens nicht wussten, was Lissy gemacht hat, da hätten wir doch mal glatt zurück. Lissy LP. It's not fair. I wanted to. Just chatting. Wer bei Lissy nicht reingeschaut hat, natürlich. Damit ihr wisst, was gab's bei Lissy und wo ihr sie finden könnt. So. Gut, Häuser werden gebaut. Die ersten Familien werden dann gleich einziehen. Ich muss mich halt... Ich habe es noch von damals in Erinnerung. Ich musste mich sehr schnell darum kümmern, dass... Dingens und Bummens. Jagdhütte. Oh, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich das auch hätte. Sammlerhütte. Was? Sucht und pflückt Beeren und essbare Wurzeln. Haben ja so einen schönen Radius. Baue ich gleich mal hier. Eins hin. Damit ich auch Wurzeln finde, weil je vielfältiger die Nahrung, desto gesünder bleiben wir auf alle Fälle. Alles klar, Lissy, lass dir es schmecken und falls man sich und falls man sich nicht mehr sieht, schreibt oder sonstiges, schönen Rest Sonntag wünsche ich dir und hab noch einen schönen Sonntag. Boy, boy. Zum Glück schicke ich die Zustellung nur los und bleib dann im trockenen Depot. Ja, auf die Idee kamen meine Vorgesetzten auch. War keine tolle Idee, wir waren alle ziemlich hoch. Oh, Kaffeemaschine. Ich habe vorhin zum Glück meinen Kaffee gehabt. Hoi, Morte, des Mordes. Auch dir, hoi, hoi. Schönen Sonntag. Falls man sich vorhin nicht geschrieben hat. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Seid gesund und munter. So. Wieso gruselig? Ich kann nichts dafür. Wenn es nicht fair ist... Und auch will. Okay, nee, das Ereignisverlauf. Zeige Übersichtskarte. Ach, das ist... Okay. Das ist auf alle Fälle die gesamte Map. Ich glaube nicht, dass ich da alles zupacken kann. Das wäre ja schön, wenn. Aber es muss, glaube ich, nicht sein. So, ich habe ja, glaube ich, noch freie Arbeiter. Wie waren das? Ressourcen. Gebäude abreißen. Ressourcen abbauen. So, bauen wir mal hier weg. Dann können wir hier das nächste Haus bauen. Alles klar, Mr. Sun. Dann dir ebenfalls noch einen schönen Sonntag. Schönen Restsonntag. Erhol dich gut. Hab noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, wenn es geht. Ja, bei mir wird es gerade ein bisschen windig. Okay, alles gut. Und bis demnächst mal wieder. Boy, boy. So. Ich nehme extra... Oh, 15 und 12 Jahre Bauarbeiter. Und schon das erste Kind. Okay. Brennholz, Kartoffeln. Okay. Ich bin halt voll und ganz dafür, nur auf Steinhäuser zu gehen, weil... Die sind im Sommer recht kühl und im Winter halten sie die Wärme auch ganz gut drin. Sprich, man braucht weniger Brennholz. Ich glaube, ich kann mal ein bisschen vorspulen. Na komm, noch ein bisschen schneller. So, mal gucken, wie sieht's da aus? Okay.
Was ist jetzt? Knappsteine? Ja. Dann wird es Zeit, dass man hier die Steine auf alle Fälle bekommt. Dann kann ich das nächste Haus bauen. Und, ach, halt mal, ich habe ja hier noch eine Sammlerhütte irgendwo hingeklatscht. Ja, dann. Zwei Bauarbeiter reichen erstmal. Muss jetzt erstmal Ressourcen nachfüllen. Ach, Eisen ist das, was ich hier. Okay. Steine brauche ich halt reichlich. Gut, Holz und Stein ist auf alle Fälle wichtig. Dann bauen wir das nächste Haus, so dass jeder ein Haus hat. Lassen natürlich ein bisschen Abstand dazwischen. Das sollte reichen. Was war das hier nochmal? Ach, Notunterkunft. Genau, für obdachlose Siedler. So ein Riesenteil. Ist aber ganz schön teuer. Ressourcen sind knapp. Ja, Steinvorräte. Das war klar. So, ist gleich fertig. So. Dann holen wir uns hier gleich mal 4 Arbeiter ran. Also 4 Fischer. Ich gucke halt immer, dass ich das Maximum raushol. Nahrungslimit 5000 passt. Und ich sollte vielleicht, aber nur vielleicht, hier in der Nähe auch ein Haus bauen. Damit die Leute es nicht so weit zur Arbeit haben. Weil es kann nämlich passieren, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier hinten ein Haus habe, die dann dahin laufen, erschöpft sind und erstmal wieder zurücklaufen müssen. Oder dass die auf dem Weg sterben könnten. Deswegen sollte man so. Dann baue ich das nämlich mal alles ab. Hauptsache, ich krieg Nahrung. Und das ist wichtig. Weil wenn ich was bei Banished immer falsch mache, dann ist es im übertriebenen Stil zu bauen. Also sprich, ständig, übertreib's ständig. Ich guck grad mal nach. Okay, da sind die noch nicht fertig. Ist die Sammelhütte etwa noch nicht? Die ist fast abgeschlossen. Na, kommt schon. Sehr schön. So, dann gleich mal 4 Sammler. Die werden jetzt hier in diesem Umkreis nach essbarer Wurzel, Kräuter, Beeren etc. suchen. Damit wir noch mehr verschiedene Nahrung bekommen, genau. Die sind am Arbeiten. Ich kann natürlich auch die Arbeit einstellen. Sprich, ich brauche momentan keine Fischer zum Beispiel. Oh Gott, das ist Jahre her, dass ich da zuletzt reingeschaut habe. So. Und dann. Komm, bauen wir hier das Haus hin. Und wenn das dann soweit fertig ist, dann werde ich endlich mal mich darum kümmern. Arbeiten auf noch schnellen Zielort als auf Feldwegen. Eine Holzbrücke, Tunnel. Okay.
Und dann werde ich so langsam auch die Straßen platzieren. Das ist schön. Ach, sieh mal an. Guck mal an. 17 und 18 schon die ersten zwei Kinder. Und hier dasselbe. 17, 14 und auch schon die ersten zwei Kinder. Ach ja, das waren noch Zeiten. So. Da haben immer noch welche keine Unterkunft. Aber ich glaube, wenn ich drei Häuser habe, dürfte das... 1, 2, 3, 4... Oder vier Häuser maximal. Sag mal, wie viele haben noch keine Unterkunft? 9 Leute haben angeblich keine Unterkunft. Wow. So, dann werde ich mal das nächste Haus platzieren. Und auch Straßen. Oh boy. Jetzt geht's los. Jetzt kommt so langsam der Winter. Sprich, es wird kalt und wenn es blöd läuft, können die Leute sterben. Die brauchen auch Eisen deswegen. Ach je. Drei freie Arbeiter. Was fehlt? Eisenvorräte, ja. Naja, normalerweise braucht man für den Anfang nur drei Häuser und alle sind dann versorgt. Oh, Zwiebeln, Wurzeln, Pilze, Beeren, Fisch. Okay, die haben nur Kartoffeln am meisten. Wenn, sobald die merken, aha, hier zum Beispiel, okay, hier sind auch viele Kartoffeln, wenn verschiedene Nahrungssachen vorhanden sind, dann wird weniger von den jeweiligen Ressourcen genommen. Sprich, wenn du nur Kartoffeln hast, dann nehmen sich die Leute, sagen wir mal, 200 Einheiten Kartoffeln und Kartoffelernte ist dann ziemlich schnell weg. Und wenn man vielfältige Nahrung hat, dann nimmt man nur ein bisschen Kartoffeln, sagt man mal 50 Einheiten, dann 50 Einheiten Pilze, 50 Einheiten Wurzeln, Zwiebeln, Fische etc. Und man lebt auch etwas gesünder. Sprich, unsere Leute dürften eigentlich dann nicht so schnell wegsterben. Freie Arbeiter. So. Hier ist ein Fluss. Hier könnten wir eventuell ein Handelskontor aufbauen. Oh, ist das Eisen hier? Holz und Brennholz, okay. Wir brauchen jetzt jede Menge Ressourcen, die wir mal eben abbauen. Okay, da frieren gerade die Leute, deswegen gehen sie zu ihren Häusern, um sich aufzuwärmen. Problem ist halt, Kinder müssen halt auch was essen, das vergessen halt die meisten. Ich konnte doch die Person... Ja, hier. Okay, eigentlich ganz zufrieden. Gebildet, ja, okay. Kleidung ist ordentlich. Eisenwerkzeug. Gesundheit, ja, ist ganz in Ordnung.
Ding ist, wenn die Leute gebildet sind, sind die auch effektiver im Beruf. So viel darf ich verraten. Warum wird denn nicht gebaut? Ach so, wegen Steine. So, man kann natürlich auch spezielle Ressourcen abbauen, wie zum Beispiel Steine. Oder man kann sagen, okay, ich will Bäume fällen oder nur Eisen oder Wege sollen entfernt werden. Ah, da werden gerade hier die Wege gebaut. Zumindest hier. Und es wird schon wieder Frühling? Ich glaube, wir haben den Winter ganz gut überstanden. Noch. Das kann sich aber ziemlich brutal und rasch ändern. Wo waren das für ein Fenster? Erstmal schalte ich mal kurz zurück auf doppelte Geschwindigkeit. Nein. Hier war's. Allgemein, Frühlingsanfang. Das zweite Jahr. Wir haben 13 Erwachsene, 5 Kinder und keine Schüler. Wenn wir keine Schule haben, werden die Kinder automatisch zu Erwachsenen. Ich glaube, sobald sie 10 werden oder 13 und beginnen dann zu arbeiten. Wir brauchen Steine, jede Menge. Brennholz brauchen wir auch so langsam. Sammelte Nahrung 1200, okay. Das Ding ist, ich brauche auch Straßen, damit die Leute auf den Straßen laufen und nicht quer über die Wildnis. Hier ist er auch noch nicht gebaut. Okay, weil Steine fehlen. Wie war das noch? So. Und hier noch. Eigentlich könnte ich gleich so ein ordentliches Stück wegholzen an Steine. Und wenn die Bauarbeiter halt gerade nichts zu tun haben, dann helfen die auf alle Fälle mit. Hier wird ja noch ein Haus gebaut. Und hier im Wald wird noch ein Haus gebaut. Dann sollte das erstmal erledigt sein. Und wenn die Wege da sind, dann laufen die auch recht flott auf den Wegen entlang, auf der sicheren Zone. Ich glaube, ich spule jetzt doch mal wieder kurz die Zeit vor aufs Zehnfache. Okay, das war Pause. Und außerdem ist das hier nur ein kleines Lager. Da wird schon noch ein größeres Lager noch kommen. Später Frühling, okay. Dann kommt der Sommer. Ja. Sammelt Steine. Weil die Steine brauchen wir erstmal für die Häuser. Super, das erste Haus ist schon mal hier soweit vorbereitet. Dann muss das hier noch vorbereitet werden. Und dann sollten wir so langsam mal die ersten Jobs anwerfen, wie Brennholz und so weiter. So, und jetzt sind auch die Bauarbeiter gleich wieder fleißig dran am Bauen. Ja, siehste.
Da ist schon mal das nächste Haus. Und da wohnen jetzt die Fischer soweit. Ich glaube, da ist gerade das nächste Haus fertig geworden. Jawohl. Ja, kein Brennholz. Ja, jetzt wird gemeckert. Okay. Die Zeit verlangsamen. Ressourcenproduktion. Holzhacker. Komm, bauen wir hier hin. Dann gibt es später noch Forsthaus, das wir bauen können. Kräutersammler. Ein Schmied. Okay. Schneider. Wirtshaus. Eine Mine und Steinbruch. Steinbruch wird ziemlich bitterböse werden. Das können wir, sagen wir mal, an einem Berg oder eine Mine. Das Problem allerdings wird sein, es gibt manchmal solche kurze Events, wo die Leute sterben wegen Steinrutsch oder sonst irgendwas. Und was natürlich auch passieren kann, man baut einen Steinbruch. Aus dem Bereich abzubauen. Steinbrüche können nach dem Bau nicht mehr abgerissen werden. Sprich, ich baue jetzt mal hier einen Steinbruch hin. Ich habe am Ende dann hier einen riesigen Krater und ich kann den nicht bebauen. Also wenn ich einen Steinbruch baue, dann muss ich mir ganz genau überlegen, wo ich den hinbaue. Und am besten da, wo ich den nicht gebrauchen kann. Aber das ist nur meine Meinung. So, ich habe jetzt auch wieder genügend Steine. Dann baue ich hier mal die Wege. Komm, 3 Bauarbeiter. Dann haben wir noch 4 Arbeiter. Einer wird dann zum Holzhacker. Oder zum Holzhacken abbestellt. Hier baue ich noch eine Straße. Und dann... Was Bauen betrifft, da bin ich leider... total unkünstlerisch. Ich mache das nicht ganz so sauber oder symmetrisch oder sonst irgendwas. Okay, es sind immer noch 1, 2, 3 Leute ohne Häuser. Interessant. Die Steinvorräte, okay. Ein Kind namens Dwig wurde geboren. Ist der okay, als... Moment. Josse Lynette. Nein. Vor allem können, glaube ich, nur 5 Leute in einem Haus wohnen. Bin mir aber unsicher, ob das stimmt. Nein. Hier. Ja. Kaum ist man 10 Jahre, ist man automatisch erwachsen und wird zum Arbeiter. Habe es doch noch richtig in Erinnerung. So, ich glaube, ich schmeiß die Zeit mal wieder auf die 10-fache Stärke an. Die sollen hier mal das Stein und so weiter mal schneller abbauen und gucken. Und dann überlege ich mir, wo baue ich Felder hin? Wir haben jetzt Spätherbst und ich will für den nächsten Frühling schon beginnen, Felder anzubauen für den Ackerbau. Sprich, noch mehr Nahrung. Weil das wird leider nicht ausreichen. Die Beeren, die Kartoffeln. Und wir können halt nur das anpflanzen, was wir auch haben. Ich schaue aber trotzdem mal. Lager, Handel... Stadtgebäude vom Rathaus. Die Finger weglassen. Das kann man ganz am Schluss bauen.
Friedhof brauche ich noch nicht. Brunnen brauche ich auch noch nicht. Eine Schule vielleicht, aber ne. So, Acker, Obstgarten, Viehweide. So. Mal gucken. Aha, hier ist halt so ein kleiner Berg. Verdammt. Acker ist zu groß. 15 mal 15, das hier geht. Wird abgebaut. Steine werden entfernt, etc. Und dann kann ich immer noch entscheiden, was hier angepflanzt wird. Obstgarten, ne? Kann ich auch schon mal anbauen. So. Paprika oder Kartoffeln? Komm, pflanzen mal Paprika an. Oh, halt. Vier Leute, die sich um das Feld kümmern. Und es kommt schon mal nicht mit der Sammelhütte in die Quere. Das ist super. Und das Tolle ist, bei einem Obstgarten brauchen wir Holz, können wir nämlich die Obstbäume dann fällen und haben dann Holz. Kartoffeln haben wir, glaube ich, noch mehr als genug. Ich schaue mal kurz nach, aber ich meine, Kartoffeln haben wir mehr als genug. Oh, ich sollte hier noch einen einsetzen. Oh ja, okay, 70 Kartoffeln. Ich schaue mal kurz nach. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch Paprika mit dazu hole. Oh, Kirschen. Okay. Auch dieses Fenster. Wo waren das nochmal? Genau, Bauarbeiter brauchen wir gerade keine. Aber wir brauchen Landwirte, also Bauern. So. Weil ich will gucken, dass es gegen Herbst abgeerntet wird. Ja, Brennholz ist fast alle. Da kümmert sich jetzt der eine drum. Das sammelt das ganze Holz, macht daraus Brennholz. Und das Brennholz ist dann auch recht flott wieder alle. Aber, da ich ja Steinhäuser gebaut habe, brauchen die viel weniger Brennholz als Holzhäuser. So, schauen wir mal. Paprika sieht soweit gut aus. Das wird jetzt auch gleich hier 100% erreicht. Der wird sofort abgeerntet. Ich könnte natürlich ja auch jetzt schon unverzüglich ernten. Aber ich warte immer ab, bis es ungefähr bei 100% liegt. Der Ertrag. Hier, die brauchen natürlich. Die würden nicht in einem Jahr mal eben wachsen. Und wie man sieht, ich kann auch natürlich das abholzen. Und wenn ich es abgeholzt habe, kann ich immerhin noch was komplett anderes anpflanzen. Ich schaue jetzt aber gerade mal, wo haben wir es? Hier war es, glaube ich, ne? So, da wird nämlich schon Paprika abgeerntet im Frühherbst. Und bei der nächsten Ernte können wir dann Kartoffeln anpflanzen.
Das wird locker ein, zwei Jahre dauern, bis das hier fertig ist. Die Fischer machen ja auch ihr Werk. Brennholz ist mehr als ausreichend. Wo halt? Komm, gehe ich mal auf 300. Sag mal, erntet ihr mal das Feld ab? Wir machen hier Verlust. Ja, auch die Pflanzen können kaputt gehen im Winter. Wow. Kartoffeln. Und sobald es früher Frühling wird, oder Anfang Frühling, beginnt sofort das mit dem Einpflanzen. Wir haben wahrscheinlich nur zu spät gepflanzt. 119 Stein. Okay, dann wird es Zeit für nächstes Steinhaus. Baue ich dann hier hin. Ding-dong. So. Dann haben nämlich die Farmer es nicht weit oder die Bauern nicht weit. Er kommt, baut. Also wenn du jetzt wirklich mit der Dreifelderbrosche gehen willst, also 2 Jahre lang Felder anbauen und dann das dritte Jahr dann brachlegen lassen, das kann man machen. Aber du kannst dauerhaft das Feld bewirtschaften. Also sprich, du kannst dauerhaft das Feld nochmal. Oh, Wortkotze. Du kannst das Feld ganz normal all die Jahre bewirtschaften, ohne dass es ein Jahr Erholung braucht oder 2 Jahre Erholung, wie man das sonst kennt. Vielleicht gibt es Mods dafür, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, je vielfältiger unsere Nahrung ist, weil wir haben ja jetzt Paprika, Pilze, Fische, Kartoffeln kommen als nächstes, Beeren, Wurzeln, Zwiebeln. Das Lagerhaus ist schon, könnte man sagen, fast ausge... What? Ach, Material ist nicht zur Verfügung, wir haben kein Holz mehr, wir haben nur normales Brennholz, okay. Spätwinter. So, ich hoffe, dass das Haus so schnell wie möglich fertig wird. Vor dem Frühling noch, damit die hier die Leute einziehen können. Frühlingsanfang 4. Also das vierte Jahr, glaube ich. So. Dann haben die Bauern es nicht weit zum Arbeiten. Wird auf alle Fälle angepflanzt, gebaut, gemacht, getan. Eigentlich sollte man auch Häuser in der Nähe der Arbeits Gegenden bauen, damit die Leute nicht so weit laufen müssen. Und das ist auch ein Fehler, den ich hier irgendwie ziemlich oft und ziemlich häufig mache. Aber hey, ich bin kein perfekter Banished-Spieler. Ich bin da offen und ehrlich. Hier ist ein Hügel, da muss, glaube ich, ein Tunnel ran. Uff. Okay, nein. Verdammt mich. Okay, das geht schon mal gar nicht.
Auf jeden Fall, Nahrungsproblem dürfte. Fünfhundert Paprika, ja. Nahrungsprobleme sind beseitigt. Sprich, wir haben Fischer, die sich darum kümmern, um das Nahrungssystem. Wir haben Bauern, die einmal Kirschen anpflanzen und hier Kartoffeln. Und das mit Ernten, das können wir immer noch machen, wenn wir Nahrungsmangel haben. Dann passt das Ganze. Ich hoffe, der Soundtrack ist nicht allzu laut oder zu leise, sonst mache ich den Soundtrack ein bisschen lauter, weil es dröhnt halt extrem auf den Ohren, bei mir zumindest. Deswegen habe ich die auf 500, auf 5% runtergestellt. Das schiebe ich mal darüber. Tja, und dann brauchen wir so langsam auch wieder Holz und Steine. Und was auch wichtig ist, wir brauchen langsam Kleidung und Eisenwerkzeuge. Steinforelle, ja. Ja, weil wir kein Ding haben, okay. Sollte reichen. Und vor allem im Winter braucht man zum Beispiel keine Bauern. Da kann man die Jobs auch den Leuten wieder wegnehmen und sagen, hey, wir brauchen gerade keine Bauern, wir brauchen Arbeiter. Etc. Dann passt das. Alle Jobs sind soweit voll besetzt, ne? Hier kann ich auch noch Ressourcen abbauen. Das wird jetzt halt nur ein ordentliches Geschäft, das die Reihe hier wegzuholzen und abzubauen. Hauptsache, wir kriegen Ressourcen. Also Holzstein und so weiter, weil das Ganze hier lässt schon langsam wieder nach. Brennholz haben wir mehr als genug. Oder haben wir genug? Aber sobald wir das Handelskonto haben, haben wir nicht. Ja, wie soll ich sagen? Ist angenehm hörbar, okay. Reicht die Straße zwischen den Feldern nicht aus? Da war von dann drin. Ich mach's halt immer so, das habe ich mir auch bei Anno angewöhnt. Wenn ich ein Gebäude habe, ich baue eine Straße zwar so, aber bei Anno bin ich noch schlimmer. Da baue ich eine Straße noch um das Gebäude herum zum Teil. Also zumindest bei Anno 1602. Und dann wird das Haus hier fertig. Spätsommer. Und das liegt gerade mal bei 40%. Was ist denn da los? Weil Anfang Herbst ist normalerweise die Ernte. Entweder die Leute wohnen zu weit weg. Ich glaube, jetzt wird geerntet, weil wir Frühherbst haben. Ja. Nur die Hälfte hatte Erfolg. Oha. Nee, also irgendwas ist da nicht koscher. Ich gehe mal davon aus, es liegt daran, dass die Häuser zu weit weg sind. Weil die laufen dahin, arbeiten vielleicht ein bisschen, dann, oh, ich bin kaputt, ich gehe wieder nach Hause. Fischer, Fischer, Holzhacker, Fischer. Und die Fischer wohnen hier anstatt dort hinten. Ah, Sammler wohnen hier. Hier wohnen zwei Bauern. Und hier wohnen Bauern.
Und ich glaube, wenn man keine Wege baut, ja. Was macht ihr? Das soll hier die Ressourcen abbauen und zum Lager bringen. Er arbeitet. Okay, Haus wird gebaut. Der Weg ist, denke ich mal, zu lang von hier, dass man vielleicht hier noch ein Lager hinbaut, wo dann Essen gelagert wird. Was ich auf alle Fälle weiß, ist, zuersteres, oder besser gesagt, zweiteres, das stört normalerweise nicht. Man kann auch kleine Felder haben, das ist ja nicht das Problem. Allerdings hat man dann kaum Nahrung. Und bei großen Feldern reichen 4 Arbeiter aus, ja, wie man sieht. Normalerweise. Ich gehe nur davon aus, dass es hier damit zusammenhängt. Weil jetzt kommt der Spätherbst und es beginnt Winter zu werden. Ich will da einfach mal was testen. Ressourcenproduktion? Nein. Nahrungsproduktion? Nein. Stadtgebäude? Hier Lager. Lagerhaus? Ein Markt. Und Handelsposten braucht Arbeit. Ich werde nämlich jetzt noch ein Lagerhaus bauen. Und zwar hierhin. Und wenn das gebaut ist, jetzt habe ich hier nur ein Fragezeichen, weil ich natürlich nicht genügend Bauern habe. Die sollen jetzt erstmal hier Holz und so weiter sammeln. Ich bin da gleich gespannt. Ich hoffe, dass spätestens zum Frühling oder Anfang Sommer das Haus hier steht, das Lagerhaus. Wenn ja, dann und die Bauern hier mal einziehen würden, anstatt andere Leute. Dass ich die Leute nicht irgendwie rausschmeißen oder sortieren kann, von wegen da hinten wohnt der, die wohnen hier und so weiter. Oh, 3 Fischer sind jetzt hier, okay. Bauarbeiter, 2 Stück. Arbeiter und Fischer. Holzhacke, Arbeiter, dann hier die Arbeiter. Sag bloß, die Bauern wurden. Achso, nee, ich habe ja alle zu Arbeiter gemacht. Okay. Deswegen. So. Und normalerweise macht es eigentlich nichts aus, wenn das Feld groß ist. Ich muss die halt nur genügend befüllen mit Arbeitern. Also sprich, es werden für dieses große Feld 4 Arbeiter benötigt. Also werde ich auch 4 Arbeiter drauf ansetzen. Und so 4 Bauern. Damit das passt. Habe ich jetzt etwa das Fenster weggetan, das Jahreszeitenfenster? Ja. Oh, Spätwinter, es wird zu langsam Zeit. Jetzt könnte ich zum Beispiel wieder Paprika, dann wieder Kartoffeln. Oh, Kartoffeln habe ich doch mehr als genug. Ja, die Bauern wohnen da hinten. Das ist... Ah.
Und wenn ich ein Handelskonto habe, dann kann ich ja Sachen einkaufen wie Hühner, Kühe, kann vielleicht auch Samen einkaufen wie Kürbisse und so weiter. Und dann kann ich die sofort da einpflanzen und habe dann Zugriff auf neue Nahrung. Und ich brauche einen Werkzeugmacher. Na, dann schauen wir mal. Ressourcen. Nein. Ressourcenproduktion. Das war, glaube ich, der Schmied, oder? Fertig neues Werkzeug aus Holz und Eisen. Ja. Yeah. So. Boah, ist halt ein bisschen teuer von der Produktion her, aber hey, was soll's. Kind, entweder du arbeitest mit oder du haust ab. Zweiteres, okay. Naja, ich will es dazu haben, weil jetzt wohnen hier wieder zwei Fischer und drei Fischer und Holzhacker. Hier wohnen ein Bauarbeiter, ein Fischer. Bauarbeiter und Sammler. Hier im Wald wohnen zwei Bauern, drei Sammler. Hier wohnen drei Bauern mit zwei Kindern. Bauarbeiter und Bauer, Bauer und Bauarbeiter. Wenn schon, dann sollen die Bauern möglichst nah beieinander wohnen. Ach verdammt, ich habe hier keinen Stein, deswegen. So, Ressourcen abholzen. Da werde ich jetzt einfach mal kackendreist das hier alles abholzen und gucken, dass mal das Lagerhaus hier gebaut wird. So schnell wie möglich. Sieht sich Zeit aus? Okay, das spule ich mal kurz vor. Auf 10-fach. Ich brauche halt einen viel größeren Lagerplatz, weil das hier ist ein kleiner Lagerplatz. Und normalerweise ist es automatisch so, dass wenn irgendwas voll ist, wie zum Beispiel das hier und die Arbeit, das ist Zeichen von wegen, okay, du bist über dem Limit oder wir sind voll ausgelastet über dem Limit, bedeutet das, normalerweise im Spiel, okay, wird gerade nicht benötigt, deswegen kannst du andere Sachen tun. Oh, ich habe irgendwie gerade, wenn ich das hier so spiele, Bock auf Anno 1602. Das war mein Anno-Spiel. Ich meine, ich habe ja auch mich an 1503 versucht. Aber das hat mir nicht so wirklich zugesagt. Da hat irgendwas gefehlt, was in 1602 halt eben gut war. Spätsommer. Ich krieg 100%. Jetzt klappt's doch mal. Oh, und die Kirschen beginnen auch so langsam zu wachsen. Ah, jetzt wird schon abgeerntet. Bei 100% erreicht. Sobald 100% erreicht wird, wird der Ertrag abgeerntet. Vorsicht, Rudel. Was ich aber auch so langsam brauche, ist eine Jagdhütte. Ich meine, was ich machen könnte. Ich könnte über dem Maximum noch, zum Beispiel, ich könnte daraus 8 Leute machen. Und hier auch 4 Leute, zum Beispiel. Ich kann natürlich auch hier bei den Jobfenster jetzt sagen, okay, ich brauche noch mehr Bauern. Aber es bringt nichts, weil, Fragezeichen.
und die wüssten nicht, was tun. Weil alle Felder sind schon besetzt nach dem Motto. Aber ich könnte zum Beispiel hier jetzt erhöhen. Ah, die sammeln hier schon Kirschen. Oh, sehr schön. Unsere Nahrung steigt. Kirschen, Paprika, Kartoffeln, Pilze, Zwiebeln, Wurzeln, Beeren. Und wenn ich mir jetzt mal das Lager so ansehe, 25 Fisch, 30 Kartoffeln, 11 Kirschen, 22 Paprika, Pilze, 55, Wurzeln, 7, Zwiebeln, 42 und Beeren, 14. Bestens. Die Leute haben ausreichend Nahrung, verschiedene Nahrung. Wie gesagt, anstatt dass sie dann 200 Einheiten Kartoffeln hier schnambulieren, also sich schnappen und sich nur von Kartoffeln ernähren, habe ich lieber vielfältige Nahrung und jetzt ist mein Lager voll hier, oder? Ja. Sind nahezu voll, aber hier nicht, oder? Oh, doch. Ist schon fast voll. Hier habe ich nur 90%. Leute, ihr könnt ruhig mal ein bisschen mehr schnappen an Nahrung und so weiter. Ja, weil ich halt vielfältige Nahrung habe. Kartoffeln. Kann es natürlich jetzt vorkommen. Sag mal, hier fehlt es an Stein. Habe ich nie? Nee, das ist Eisen, okay. Haben die jetzt hier die Wege? Doch, die Wege gebaut, doch. Ich wollte gerade schon sagen, haben sie jetzt da die Wege gebaut oder nicht? So, Steine abbauen. Wir brauchen Steine. Jede Menge Steine. Einmal hierfür und einmal hier für dieses Lager. Um Nahrung muss ich mir jetzt dafür keine Gedanken machen. Sollte aber mir so langsam Gedanken machen über Kleidung. Und über Werkzeuge. Das wird jetzt das nächste werden. Ohne Werkzeuge können die Arbeiter nicht oder die Bauern etc. kann eigentlich das gesamte Volk nicht vollständig richtig arbeiten. Soweit ich weiß. Oder nicht effektiv genug. Anno 1602. Du musstest keinen Dom bauen. Also du beginnst ganz normal und je mehr Einwohner du hattest, dann konntest du auch bessere Sachen bauen und fortschrittlichere Sachen. Du hattest am Anfang erstmal Siedler, Pioniere und konntest so Holzbaracken bauen. Dann haben die sich an Werkzeug, Holz und Steine vergriffen, haben ihre Häuser aufgewertet und sind dann zu Siedler geworden. Die haben dann natürlich auch dementsprechend Bedürfnisse, sprich Pioniere, die wollen unbedingt Stoffe haben. Hattest du dann Stoffe, haben die sich dann zu Siedler weiterentwickelt. Die Siedler wollten dann ein Wirtshaus haben. Du brauchtest noch einen Marktplatz und eine Kapelle. Und die hatten jeweils immer so einen Einflussbereich gehabt. Ich hätte echt mal wieder Bock. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da ein Meisterexperte bin, aber ich habe damals Anno 1602 geliebt und gespielt ohne Ende. Die Siedler hatten dann drei Bedürfnisse. Sie wollten Alkohol, sie wollten Tabak und sie wollten Gewürze haben. Die musstest du dann entweder durch Handeln oder durch Expandieren. Also sprich eine andere Insel suchen, wo dann zum Beispiel Gewürze oder Alkohol am besten. Das musstest du dann machen. Dann musstest du um die Grundbedürfnisse, Nahrung etc. musstest du dich auseinandersetzen damit. Baumaterial mit Werkzeug, Ziegelstein, Holz und so weiter. Dann haben die ihre Häuser irgendwann aufgewertet. Und wenn du alles soweit gemacht hast, auch mit dem Wirtshaus, dann sind die von Siedler zu Bürger geworden, die dann noch höhere Ansprüche hatten. Sie wollten dann ein Badehaus haben. Sie wollten dann was haben? Weiß ich schon gar nicht mehr.
Dann eine größere Kirche wollten sie haben. Dann hat eine Kapelle nicht mehr ausgereicht. Die wollten dann eine Kirche haben. Dann hast du eine Kirche gebaut. Und was wollten die haben? Ich glaube Kleidung. Und dann sind sie zu Kaufleuten geworden. Dann wollten sie Kakao haben. Und wenn du das dann hattest, dann sind die irgendwann zu Dingens geworden. Zu Aristokraten. Und die wollten dann noch zusätzlich Schmuck haben. Sprich, du musstest dann noch Gold schürfen gehen. Du musstest so viel tun, um das zu erreichen. Zum Beispiel. Und dann ging's richtig los. Wenn du dann eine gewisse Anzahl an Einwohnern hattest, ich glaube, mein Rekord waren mal 1400, dann konntest du spezielle Gebäude bauen. Du konntest, wenn du sehr beliebt beim Volk warst, dann Denkmäler von dir bauen. Du konntest ein Schloss bauen, ein großes Anwesen. Und du konntest eine gigantische Kapelle bauen. Nee, keine Kapelle, Quatsch. Auch keine Kirche. Das war dann ein Riesendom quasi. Nee, die einzige Erweiterung, die ich von Anno 1602 kannte, in der Goldversion, war, glaube ich, Pirates, also Piraten und Räuber irgendwie, wo du dann dich noch gegen Piraten auseinandersetzen musstest. So. Ja, die Nahrung. ja. Wir haben volle Nahrung. Gesamtmenge Nahrung. Aber ist oh, jetzt ist... Okay. Da ist gerade Nahrung flöten gegangen. Aber ordentlich. Ich glaube, die Leute hatten auch ein bisschen Hunger. So. Was wollte ich jetzt sagen und nicht lügen? Ich kann irgendwo in den Optionen... Zeige die Limits an, genau. Hier die Limits einstellen. Zum Beispiel Nahrung 5000. Hätte ich gerne 6000. Und dann wird Nahrung gesammelt, bis ich 6000 habe. Ich habe Kirschen, Zwiebeln, Pilze, Fische, Kartoffeln, Wurzeln. Hier ist das Lager schon randvoll mit Wurzeln, Pilze, Paprika, Zwiebeln, Beeren, Fisch, Kirsche. Ich bin bestens ausgerüstet. Also nahrungstechnisch muss ich mir keine Sorgen machen. Commander Willi, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, du genießt doch deinen Urlaub. Ich könnte eins sagen, gestern war Katastrophe. Wir sind mit einem neuen Schnitt gefahren. Die haben schon wieder einen neuen Samstagschnitt. Der war vollkommen Katastrophe. Und, uff. Ach, Anno 1404. Ja, okay, da bin ich schon wiederum nicht mehr eingestiegen. Ich mag eher Anno 1602. 1503 habe ich mal reingeschaut. Anno 1404 habe ich leider nicht reingeschaut. Genauso wie 17, 1800 und dieses neue, dieses 2060, das Future-Ding, das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Ja, also die sind sich da sehr uneinig. Aber... die Aktion hat soweit was bewirkt. Sprich, man fragt uns jetzt nicht mehr oder immer dieselben. Von wegen, ja, hier noch helfen, da noch helfen. Jetzt sind andere mal dran mit helfen. So, Priorität erhöhen. Ach so, ja, Prioritäten kann ich setzen. Aber ich hoffe, du genießt deinen Urlaub. Ich sollte echt mal wieder in Elder Scrolls Online reinschauen. Ich weiß... hoch. So. So, ich will jetzt mal die ganzen Steine hier abholzen. Was wird jetzt hier angepflanzt? Ach, Kartoffeln wieder. Okay. Vor allem schon 7 Jahre ist es noch niemand gestorben und wir sind soweit ganz gut zufrieden. Oder okay, wir brauchen bloß langsam Friedhöfe. Einige nähern sich der 50. Ich weiß nicht, wie alt die Leute werden können. Ich glaube bis 60 und dann ab 60 beginnen sie so langsam das Zeitliche zu segnen. Ich brauche noch einen Lagerplatz.
Straßen. Ja, ich weiß, ich brauche Straßen aus Stein. Nicht vielleicht die klügste Idee. Aber wenn man schon was baut, dann soll man es richtig bauen. Zumindest bin ich der Ansicht. So, und Lagerplatz. Ich weiß nicht, bis wie weit ich damit gehen kann. Mit dem Lagerplatz. Mal 10, okay, das ist in Ordnung. Dann brauche ich hier einen Lagerplatz, weil dann kann ich mich in die Richtung so langsam ausbreiten und in die Richtung. Oh, klasse, jetzt wird gebaut. Vor allem, das wäre eigentlich auch mal eine Idee, so für einen entspannten Sonntag, Anno 1602. Anno 1602 hat ja auch sehr ruhige Soundtracks. Brennholz, mehr als genug. So. Dann ist gleich die Schmiede fertig und dann muss ich nur noch gucken, was benötigt wird für Eisenwerkzeug. Ich glaube, Holz und Eisen auf alle Fälle. Und für Stahlwerkzeug brauche ich, glaube ich, Holz, Kohle und Eisen oder Kohle und Eisen. Bin mir unsicher. Und die halten dann auf alle Fälle länger. Und ich brauche dann auch so langsam Gerbereien etc. Damit ich auf alle Fälle... Moment. Ja, für Schneider, damit ich dann Klamotten herstellen kann. Es gibt ja Leder, glaube ich. Es gibt Wolle. Und was gab es noch? Okay, da wird wieder abgeerntet. Kartoffeln. Kirschen werden abgeerntet. Auf alle Fälle, nahrungstechnisch sieht das sehr gut aus. Oha! Moment, Moment. Sorry, ich schau mal nach. Was hast du geschrieben? Ach, wahrscheinlich wegen den Ausrufezeichen. Ah. Deswegen. Sorry. Was ich mach nach Urlaub? Nicht mehr wie 100 Pakete. Bin ja jetzt nicht. Ja. Ich meine, der 55er bin ich gefahren, der hatte vor kurzem wie viel gehabt? 180 oder 190? Das hat etwas Zeit beansprucht. So. Genau, Stein, Holz und so weiter kann ich dann hier... So, wir brauchen noch einen Schmied. Eisenwerkzeug, Holz und Eisen. Holz, Eisen und Kohle habe ich doch noch richtig in Erinnerung. Aber wir haben ja keine Kohle. Die müssen wir, glaube ich, in den Minen fördern. Ich bin mir unsicher. Und... So. Hier machen wir mal aus. Und hier machen wir aus. Dann lassen wir mal... ein Jahr lang die Felder ruhen. Wir haben mehr als genug Nahrung. Und im nächsten Jahr, also jetzt nicht im Jahre 8, sondern 9, Nahrungslimit 6000. Ah, okay. Ich muss gucken, wo gibt es Zugang zu Wild etc. Hier sind ein paar Wild. Mit viel Glück kommen die bis in die Gegend, das Wild. Dann könnte ich... Ja, hier kommt immer wieder eine Meute vorbei. Dann kann ich nämlich hier hinten so eine Art Jägerhütte bauen. Und dann passt das. Wirtshaus braut Bier und stellt die Bevölkerung zufrieden. Zufrieden sind sie. Ja, 4,5 Sterne immerhin.
Schneider, Schmied, wo waren das? Nein, das war Ressourcenabbau. Viehweide kommt auch noch. Jagdhütte hier. So. Und noch ein Steinhäuschen in der Nähe. Da wird hier fleißig mal abgebaut. Stein habe ich genug, soweit Eisen, ja, soweit auch. Ja, Werkzeuge alle, die jetzt bedienen sich alle an Werkzeuge. Alles klar, Mokai, dann wünsche ich dir soweit viel Spaß bei was auch immer du tust, ob Assassin's Creed oder Netflix. Und man sieht sich, denke ich mal, die Tage wieder. Schönen Sonntag noch, boy, boy. So, bin wieder in ESO, viel Spaß noch. Alles klar, Commander Willi. Und dann dir ebenfalls noch viel Spaß bei ESO. Ich sollte da echt auch mal wieder reinschauen. Eigentlich wollte ich da streamtechnisch reinschauen, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht eher privat. Das sollte ich echt gucken. Wünsche dir da aber auch ganz viel Spaß dabei. Vor allem mit, was war die neue Erweiterung? Blackwood? Und ja, das sollte ich auch gucken, dass ich mal das besorge und mal reinschaue. Und dann mal gucken. Ja, auf alle Fälle auch für dich. Bis demnächst. Boy, boy. So. Wobei, machen wir mal kurz auf Stopp. Erstmal warten, bis das Haus hier fertig ist. Vor allem, ich spiele ja die ganze Zeit auf fast zehnfache Geschwindigkeit. Uff. So. Sammler, Jäger. Aha, Jäger. Also, geh doch. Oh, halt. Zwei Bauarbeiter. Die Wege hier müssen ja noch fertig gemacht werden. So. Und die sollen normalerweise Jagdhütte. Normalerweise sollten die auch an Leder rankommen, damit wir dann Lederklamotten herstellen können. Ein Förster bräuchte ich auch bald. Arbeiten. So. Wie 2 von 4? 3 von 4? So. Und wenn die Kirschbäume auch nicht mehr so gut werden, dann kann man die ja immer noch abholzen und durch was anderes ersetzen. So, die Bauarbeiter sollten die Straße eigentlich mal hier fertig machen. Kling, 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 kling. Okay, 3 Werkzeuge. Aber niemand beklagt sich mehr von wegen Werkzeug kaputt. Immerhin. Das Einzige, was ich nur zu beklagen hätte, wäre Holz und Eisen wahrscheinlich. Moment, wir haben hier die Sammlerhütte. Dann kann ich eigentlich hier gegenüber, was glaube ich, eine Försterhütte bauen. Und einen Kräutersammler brauche ich auch so langsam mal. Weil die Leute bleiben ja nicht dauerhaft gesund. Die werden ja auch mal krank. Und ja, mit Heilkräutern werden dann meine Leute wenigstens gesund.
Nahrung ist wieder randvoll. Uff. Ich glaube, ich kann wirklich alle Nahrungsproduktion, die Felder, als auch die Fischerhütte mal ruhen lassen. Weil ich habe mehr als... Wobei, es kann jetzt natürlich gleich passieren, dass die Leute... ich habe halt mal Hunger auf... irgendwas. Okay, Wildbret ist jetzt auch im Spiel. Dass die Leute sich gleich hier mal ordentlich was zu essen holen. Und wir sollen auch so langsam mal handeln. Das wird der nächste wichtige Schritt. Da kann ich mal gucken, wo waren das? Ich glaube, das war... Warte mal, was ist das hier? Ach, Sammlerhütte, okay. Stadtgebäude, hier Handelsposten. Das wird teuer. Sie nur noch hier Holz, Steine, Eisen und so weiter. Und vor allem das Tolle ist, die Dinger wachsen ja immer wieder nach. Das ist ja das Tolle. Gut, dann spule ich mal die Zeit wieder vor. Der hat kein Holz mehr. Wir brauchen dringend Holz. Und Steinvorräte sind auch schon wieder aufgebraucht. Dann werde ich jetzt ordentlich übertreiben. Und werde sagen, ja, hier übrigens in diesem Areal abholzen, abreißen, alles weg. So wie hier, auch alles abholzen, alles abreißen. Wir brauchen Holz, wir brauchen Stein. Brennholz habe ich mehr als genug. Immerhin, zwei Jäger wohnen hier. Jäger, Bauarbeiter, Sammler, okay. Sammler, Sammler, Arbeiter, Holzhacker, Schmied. Ja, kein Holz, deswegen. Gut, dann werden wir hier schon mal. Hier. Die wissen jetzt nicht, was arbeiten, deswegen beteiligen die sich hier an dem Abbau. Irgendwo wird gezimmert, gehämmert, aber nicht da oben, ne? Nee. Oder werden hier die Straßen gebaut? Ich höre doch hier jemanden... Ach, halte mal, nee, das ist hier der Forst. So. Da werden jetzt erstmal Bäume gepflanzt, die kann ich natürlich auch gleichzeitig fällen. Pflanzen ist erstmal gut, dann entsteht ein schöner Wald. Wobei ich aber eigentlich auch hier fällen kann gleichzeitig. Die kümmern sich dann gleichzeitig darum, dass die Bäume gefällt und gepflanzt werden. Na? Thank you.
Ich brauche jetzt Holz, ich brauche Stein. Fragezeichen, warum? Fragezeichen. Ach, wegen Bauern wahrscheinlich. Machen wir das mal so. Gut, das Gebäude ist soweit fertig, muss jetzt nur noch gebaut werden. Holz, jetzt wird es natürlich an Eisen. Gut, ich kann ja speziell Eisen abbauen. In diesem Radius, bitte. Jagdhütte, die reißt jetzt, denke ich mal, auf alle Fälle mit Wildbret ordentlich was raus. Oh, hier wachsen sogar Pilze. Okay. Ich schaue jetzt mal nach. Leder, endlich. Ja, wir kriegen jetzt auch Leder. Also doch. Wir haben gerade mal... Okay, 4 Leder. 16 Leder. Ich sage jetzt einfach mal, wenn die Nahrung unter 3500 fällt, werde ich auf alle Fälle die Felder wieder aktiv nehmen. Als auch dann die Jagdhütte. Wobei ich aufpasse. Und die Fischerei, wobei das recht schnell geht, wenn ich nicht aufpasse. Ich warte jetzt vielleicht doch ab, bis vielleicht so eine Hirschmeute, Reh und Hirsche und so weiter hier vorbei wollen und von den Jägern mal eben. Ach komm, was soll's, Betrieb erstmal einstellen. Wird schon schief gehen. Gut, wir können Sachen verkaufen. Und ich glaube, Brennholz. Aufträge, Handeln, Lager. Ich glaube, ich muss das so machen. 100 Brennholz haue ich mal rein. Vier Leute, die schippern dann mit ihren Karren dann umher und liefern die Ware hier schon mal rein. Die könnte ich jetzt natürlich verkaufen, etc. Aber ich muss erst mal warten, bis ein Händler kommt. Und mal gucken, was der dann anbietet. Vielleicht ein spezielles Samen wie Kürbis oder sonstiges. Dann kann ich nämlich neue Felder bestellen mit... Ja, komm, abholzen. Achso, stimmt, der muss arbeiten. Weil dann kriege ich auf alle Fälle noch Holz. Weil man sieht schon, ein paar Bäume wachsen gar nicht nach.
Eisen ist jetzt immerhin, Holz ist ordentlich gestiegen, Stein brauche ich wieder, Kohle bräuchte ich. Entschuldigung. So. Prozent ausgelastet. Huiuiuiui. Eisenwerkzeug im Überschuss, sehr schön. Ich finde es immer wieder so drollig, wie hier die ganzen Rehe und Hirsche einfach mal übers Wasser gehen oder unters Wasser durch und sich da nicht beeindrucken lassen. Holzlimit liegt bei 200 und ich habe 528. Das ist wow. Ups, abholzen. Und wenn das fertig ist, dann wird das Feld erstmal hier ruhen. Nur die Bäume abholzen. Und normalerweise, sobald ich ein Handelskontor gebaut habe, sollte dann hin und wieder einmal im Jahr ein Händler kommen. Komm, 100 Wildbret kann ich schon mal reinpacken. 100 Paprika, 100 Kartoffeln, 100 Fisch. 100 Beeren, 100 Wurzeln, 100 Zwiebeln, von allem etwas. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zu extrem wird, dass meine Nahrung mal eben auf 1000 runter geht. Aber mal gucken. Ist untätig. Ey, es gibt noch Straßen zu bauen. Nichts untätig. Oder ist die schon gebaut? Na, hier. Die Straße ist zum Beispiel noch nicht gebaut. Was soll denn der Mist? Und hier, die Straße ist auch noch nicht fertig gebaut. Okay, weil es auch keine Steine gibt wahrscheinlich. Jetzt Holz und Eisen jede Menge. Gut, dann Steine abbauen. So. Gut, mein Fehler. Dann baut mal Steine ab. Mein Fehler. Ich dachte gerade, warum werden keine Straßen gebaut? So, jetzt aber. Bau die verdammten Straßen fertig, damit die Leute die Straßen benutzen. Also, was machst du jetzt? Arbeitet. Sucht sich einen Platz zum Aufwärmen oder
geht nach Hause. Was natürlich hier hinten ist, geht dann wieder nach dahin. Dann oben ist kalt. Eieieiei. Eieieiei. Vielleicht noch machen sollte, hier eine Straße bauen und wo haben wir's? Krankenhaus, Rathaus, Kapelle, Friedhof ist zu klein. Wieso kann der nicht an diesem Ort platziert werden? Ach, wegen der... Ja, dann machen wir das so. 15 mal 15. Und vielleicht noch eine kleine... Das soll eine Kapelle sein. Das ist ja schon eine riesige Kirche. So. Ach, die beiden. Dann brauchen wir nur noch einen Priester. Und dann passt die Sache. Steinvorräte. Ja, es fehlt halt immer an Stein. Wobei, ich könnte auch mit Stein handeln, also sprich Steine einkaufen gehen. Ich kenne aber die Preise nicht, wie teuer die sind. Warum kommt kein Händler? Eigentlich, wenn der Handelskonto gebaut wird, einmal im Jahr sollte ein Händler kommen. Wow, ein Hammerschlag und geht wieder. Ich wollte gerade sagen, wo sind die ganzen Bauarbeiter? Aber ich habe hier noch einen. Ups. So. Ich hatte hier eine Menge Steine. Steine und lagert die hier hin. Gut, Pflanzen ist wichtiger als Fällen. Holz reicht aus. Habe ich auch mehr als genug. Sehr schön. Zurück. So. Auf einfache Stufe. Ein fahrender Händler ist gekommen. Sehr schön. Jetzt können wir mal gucken, was bietet er an. Ach so, wir können bestellen. Hühner, Rinder und Schafe. Und ich glaube, ich gehe auf Schafe. Nur einmal. Der hätte 6 Rinder, die kosten 800. Und ich krieg gerade mal nur 400 zusammen.
Nee. Hoi, Theon. Meine Sklaven? Nee, leider nicht. Dafür sind es zu wenig Peitschenhiebe etc. So. So, sammelt ihr Steine oder warum? Oh, überhaupt nicht zufrieden. Kleidung zerlumpt. Ja, wir brauchen Klamotten. Ich hätte 12 Leder. Und hier immer noch 16. Boah, Leder. Wow. Ich brauche ganz dringend Klamotten. Ich bräuchte, ich schau mal kurz, Nahrungsproduktion, Ressourcenproduktion, Schneider. Ich hätte gern Schafe, dann könnte ich nämlich Wolle holen oder Wolle in Auftrag geben und könnte daraus dann Wollklamotten herstellen. Die schützen dann im Winter ganz gut vor Kälte. Nahrung habe ich ja noch genug. Ich spule mal wieder vor. Ja, die sind jetzt gerade echt mega unzufrieden. Einige sind noch glücklich, andere wiederum denken sich so, ja, nee, doch nicht. Wahrscheinlich, weil die auch älter sind jetzt. Oder halt eben nicht gute Kleidung haben. So, ihr werdet jetzt mal alle Bauarbeiter, damit gebaut wird. Friedhof ist ja jetzt hier fertig. Halt Platz für 77 Gräber. Hier muss gebaut werden, die Kapelle. Dann werden auch, denke ich mal, die Leute glücklicher. Ich denke mal, wenn ich im 12. Jahr ankomme, gut, vielleicht müsste ich auch noch mehr Häuser bauen. Aber wo? Vielleicht hier in der Nähe ein Haus? Hier vielleicht noch ein Haus? Hier vielleicht noch ein, zwei Häuser? Mal gucken. Oder hier noch ein Haus? Steine sind auch schon wieder alle hier. Sag mal, da schicke ich die Leute los zum Steine sammeln und das Stein ist schon wieder weg. Ist doch unglaublich. Stein abbauen. So. Holt Steine. Die Wege müssen nämlich ge fertig gebaut werden. Ich brauche jetzt so langsam jede Menge Leute. Damit alles mal wächst und gedeiht. Deswegen könnte man könnte, wo haben wir's? Ein Rathaus bauen. Ist ja teuer in der Anschaffung mit 124 Steine, aber das ist nur für die Statistik da.
mit der Einwohner etc. Und manchmal kann es sein, dass Nomaden kommen und bei uns leben wollen. Das Problem allerdings ist, die Nomaden schleppen immer ganz gerne irgendwelche seltsame Krankheiten mit ein. Und wenn wir kein Krankenhaus haben, kann das gleich mal unsere Stadt ausrotten. Und damit ist dann auch nicht geholfen. So, die Kapelle ist soweit fertig. Jetzt wird die Schneiderei gebaut. Ledermantel, Leder, Wollmantel und warmer Mantel, Leder und Wolle. So. Aber jetzt wirklich 4 Leute an der Kapelle. Wow. Eisen, haben wir noch irgendwo jede Menge Stein? Ich will jetzt echt nicht eine Steinmine bauen. Weil das wird ein riesiges Loch in der Landschaft und ziemlich unschön. Na, guck mal, hier haben wir ja noch reichlich Stein. Dann übertreibe ich mal wie üblich und baue in diesem Radius das ganze Stein weg. Der Förster hat jetzt auch ordentlich Bäume angepflanzt. Gut, vielleicht hier am Rande noch nicht. Aber für den Sammler hat es dann soweit hervorragende Chancen, Kräuter etc. zu finden, Zwiebeln und vieles, vieles mehr. Die Leute brauchen jetzt dringend was zum Anziehen, dann werden sie auch, denke ich mal, wieder glücklicher. Oder ich muss irgendwas bauen, was sie glücklich macht. Ich schau da mal, da gab es doch irgendwas. Brandbekämpfung. Schule, damit sie effektiver werden, die Kinder. Wenn sie erwachsen werden mit 16 oder 17. Ach, erhöht die Zufriedenheit. Ja, siehste. So, ein Priester. Ein Priester. So. Dann werden auch die Leute wieder glücklicher. Und schon mal ein Grab. Ein Strich in der Landschaft. Kacke wird's halt nur, wenn der Friedhof voll wird. Es gibt kein Leder mehr. Kirsche haben wir noch, Pilze haben wir noch. Okay. Und hier? Zwiebeln, Wurzeln, Beeren, Pilze haben wir noch. Alles klar. Passt, würde ich sagen. Noch kommen wir nahrungstechnisch gut zurecht mit unseren 3400. Dann werde ich vielleicht doch nicht im Jahre 12, ist ja eh schon vorüber, im Jahr 13 oder 14, anschmeißen. Hier, Kräutersammler brauche ich doch noch. Das Problem am Kräutersammler und ein paar Steinhäuser. So. 3 Häuser reichen. Sonst habe ich nur eine Überbevölkerung.
hoffe bloß, das gibt nicht Ärger mit der Kirche, weil Kräutersammler und so weiter. 22 Besucher. Okay, ja, da ist wieder jemand gestorben oder die nächsten zwei Gräber. So langsam sollte ich mich wirklich um Nachschub kümmern. Ja, durchschnittliche Gesundheit, ja, die werden alle krank und so weiter. Und so langsam brauchen wir Heilkräuter. Oh, die werden schon mal knapp 70 Jahre. Und drei von. Ja, jetzt beginnen die Leute nach und nach zu sterben, weil sie alt werden. Und wir sollten so langsam mal über Nachschub nachdenken. Sag mal, ich habe doch genügend Stein. Warum kommt hier kein Stein hier mal ran? Oh, okay. Hab nichts gesagt. Alles gut. Händler 4 von 6, stimmt ja. Ich bin mal gespannt, kommt ein Händler? Nein, ich sehe gerade keinen auf dem Wasser. Man muss halt immer einen Händler an dem Händler, Handelskontor immer am Fluss bauen. Oder an dem See. Und das muss halt quasi zum Meer führen. Sprich, hier am Kartenende, das kommt vom Meer so ins Landesinnere. Der Händler fährt durch, fährt hier dann weiter zu diesem See und dann hier raus. Schmied mit 77 und er hält sich eiskalt noch ans Leben geklammert. Wow. Okay, Händler mit 75 und da ist, glaube ich, gerade jemand wieder gestorben. Weil da waren gerade eben noch zwei Leute. Ja, vier von. Ah, da kommt der Händler. So, dann gehen wir gleich mal hier Schritte zurück. Einmal andocken. So, schauen wir mal. Wollmäntel. Sechs Stück. Ich kann hier eine Bestellung aufgeben. Leder, Ledermantel, Stahlwerkzeug und so weiter. Uff, die will ich aber größtenteils selber herstellen, weil die im Preis echt teuer sind. Ich denke mal, die Wollmäntel, sechs Stück, könnte ich mir leisten. Ich kann halt nur mit Brennholz zahlen. Mal gucken. Dann 23. Jetzt zahle ich halt. Halt. Sechs Einheiten zu viel. Zwei Einheiten zu viel. Handeln. So. Jetzt haben wir Wollmäntel, die werden jetzt an die Stadt verteilt oder ins nächste Lagerhaus gebracht. Und dann haben die Leute auf alle Fälle für eine ganz kurze Zeit was zum Anziehen. Und jetzt muss nur der Brennholzbestand im Handelskontor nachgefüllt werden. So, sag mal,
Hier sind wieder Steine. Also Steine habe ich jetzt mehr als genug. So, Kräuterlevel 100 müsste reichen. Und wenn ich jetzt noch ein Krankenhaus hätte. Passt das. Aber im Normalfall. Ich weiß halt bloß nicht, wie es ist mit leerstehenden Häusern. Ob dann irgendwann Leute einziehen. Oh, das linke Auge juckt gerade tierisch. Noch 4 Wollmäntel, okay. So, schauen wir mal. Wo haben wir es? Ja. Kräuterlimit 100. Habe ich irgendwo? Ja, hier. Oder? Ja. Wenn ich jede Menge Kräuter habe, dann bleiben die Leute auch gesund auf alle Fälle. Ich brauche jetzt halt nur wirklich. Schlimm. Leute. Und das nicht so knapp. Ein Händler kann weg. Dann hole ich 3 Jäger ran. Und die werden jetzt arbeiten. So. Wenn hier eine Bambi-Herde mal eben vorbeikommen will, kriege ich auf alle Fälle Wildbret. Wenn man von Teufel spricht. Und ich kriege dann Leder und kann dann Klamotten herstellen. Also Ledermäntel zumindest. Damit die Leute Klamotten bekommen. Zwiebeln und Kirschen habe ich ja noch. Zwiebeln, Wurzeln, Beeren, Pilze. Ja. Reicht soweit aus. Aber es kann auch, wie gesagt, ganz schnell in die Binsen gehen mit der Nahrung. Weil je weniger wir von etwas haben, desto mehr Nahrung wird verbraucht von dem seltenen Typ. Aber das habe ich ja jetzt schon mehrmals erklärt. Schmied und Jäger, Priester, Sammler. Auf Leute, macht inne. Ich brauche Kinder. Ich glaube, das ist ein respektables neues Alter, weil die meisten sterben ja, glaube ich, ab 70 hier. Wobei ich mir unsicher bin, ob ich auch schon mal damals Menschen hatte, die über 90 wurden. Schnappt euch hier die Bambi-Horde. Ja, hier. Fleisch und Leder. Nur keine falsche Scheu. Wir brauchen nämlich Fleisch und Leder. Fleisch für die Nahrung, Leder für Klamotten. Werkzeuge haben wir noch genug, deswegen brauchen wir auch momentan kalten Schmied. Der würde bloß arbeitslos Däumchen drehen. Und würde sagen, hey, wir haben schon 50 Einheiten und 100 Einheiten sind viel zu viel. Ah, es gab eine Geburt. Sehr schön.
Brennholz wird auch wieder nachgeliefert. Ich weiß es nicht, ob fürs Handelskontor oder hier fürs Allgemeine. Auf jeden Fall Wildbret, schon mal gleich über 100 Einheiten in diesem Lagerhaus. Hierhin habe ich ja noch ein Lagerhaus, aber okay, dann nicht. Oh, da ist jemand gestorben, deswegen habe ich nur noch einen Kräutersammler. Oh. Förster pflanzt. Immer noch. Also Bäume haben wir mehr als genug. Tut auch der Sammlerhüter ganz gut, um Zwiebeln, Beeren etc. zu finden. Wir brauchen jetzt dringend einen Haufen Geburten. Ah, da ist jemand dazugezogen. Warum tue ich immer das eine Fenster weg? Dieses hier. Zwei Kids. Und die Gesundheit steigt auch schon mal voran. Das ist gut. Jetzt müssen die nur noch etwas zufriedener werden. Dann passt das. Das Ding ist halt mit der Jagdhütte im Frühling oder Sommer, wenn die Viecher, sag ich schon, wenn Bambi und was weiß ich, die Rehkitze, Hirsche etc. hierher kommen oder im Frühling die Großmeute hier ankommt, dann nützt die auf alle Fälle groß was, weil die ziehen ja immer wieder weiter. 4 Leder und 0 Klamotten. Oh, ich brauche dringend Leder. Und die ist unglücklich wie Hulle, hey. Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Am Anfang lief es gut, dann gibt es mal auf alle Fälle ein Tief, wo die Gesundheit oder die Zufriedenheit runtergeht. Oh, ich brauche halt Leder ohne Ende. Holen wir mal einen Schmied her. Bisschen Werkzeug machen, weil wir haben jetzt 47 und 50 ist das Maximum. Der wird halt Eisen und Holz holen. Ist die Straße hier immer noch nicht gemacht, obwohl... Wow. Oh gut, wir haben schon mal 50 Kräuter, deswegen werden die Leute auch wieder gesünder. Oder springen dem Tod von der Schippe, je nachdem. Das Problem ist halt, hätte ich am Anfang zu viele Häuser gebaut, hätte ich die alle gar nicht beziehen können. Plus ich hätte eine Überbevölkerung. Und
wegen Überbevölkerung wäre es damit dann so ausgegangen. Nahrung wäre dann entweder zu Ende und und das Dorf wäre verhungert. Mit 72 noch auf die Jagd gehen. Holla. Komm, fällen. Jetzt kann auch mal Holz gefällt werden. Für Brennholz. Und wir haben noch 123 Holz. Das reicht eigentlich aus. Aber besser, man hat auch Vorrat als... ja. Man kann natürlich auch das Einpflanzen stoppen. So ist es nicht. Von 77. Vor allem das Wildbret macht's aus, dass wir hier auf alle Fälle wieder über 4000 Nahrung haben. Und endlich mal 5 Klamotten. Sauber. Ich denke mal, dann werden die Leute auch zufrieden, ne? Laufen die nicht mehr zu Lump drum. Brennholz ist am Limit, Werkzeug ist am Limit. Sammlerhütte gibt Nahrung. Kräuter ist auch gleich am Limit mit 100. 4 Leder. Na komm, wo bleibt die übliche Bambi-Horde? Die kommt doch immer zu Frühlingsanfang hier in dieses Areal. Da muss ich mir halt nur noch Gedanken machen, dass ich so langsam die Felder wieder bestelle. Kartoffel und Paprika eventuell. Was ist jetzt hier? Ach, ist gestorben, deswegen der Posten ist nicht besetzt. Ja, ich brauche da definitiv mehr Leute, damit ich alle Jobs voll besetzen kann. Einmal, gut, Jäger sind noch 3 Stück. Kräutersammler, da brauche ich 2 eigentlich. Förster brauche ich 4 volle. Förster brauche ich 4 volle. Holzhacker brauche ich 1. Schmied brauche ich 1. Schneiderer brauche ich 1. Fischer brauche ich 4. Für dieses Feld brauche ich 4. Für dieses Feld brauche ich 4. Oder 3, je nachdem. Die Kids müssen jetzt dringend erwachsen werden. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt noch ein Steinhaus bauen. Das sollte reichen. Ich habe halt jetzt bloß keine freien Arbeiter. Da ist gerade meine Zufriedenheit mit einem halben Stamm gesunken. Wow. Die Straße hier ist noch nicht fertig.
Wir machen das mal so. Du wirst arbeitslos und bist dafür Bauarbeiterin. Was glaubt mir sie? So, schauen wir mal. Oh, Bohnen! Speisekürbissamen. 2500. Oh, nein. Teuer. Ah, jetzt habe ich vergessen, irgendwas mal zu gucken, in Auftrag zu geben, was er beim nächsten Mal mitbringen könnte. Ah, mein Fehler. So, Bauthäuser. Ja, jetzt mangelt es an Stein. So, noch sind die Häuser leer, aber gleich werden die bewohnt. Hoffe ich doch mal. So, wo gibt's Steine? Und zwar steinbruchfrei. Gut, hier gibt's auch jede Menge Steine. So, und wer zieht hier ein? Bitte jemand Vernünftiges. Meinetwegen können auch zwei Kinder 10 Jahre einziehen, die dann hier gleich mit Nachwuchs loslegen. Oder ich habe jetzt wiederum zu viele Häuser, dass die nicht bezogen werden. Das Haus steht auch leer. Uff. Und ich will ehrlich gesagt kein Rathaus bauen. Bin ich nicht sonderlich scharf drauf. Ah, hier, zwei. Zehner, wollte ich schon sagen. Ein Zehner. Sammler, da hat es hier näher zu mir. Okay. Oh, 14 Leder. Und wieder einmal habe ich das eine Fenster hier weg. Wow. So. Die Straße ist gebaut. Sehr schön. Stelle ich schon mal Kleidung her. Also Lederklamotten. Dann passt das nämlich. Werde jetzt aber auch nicht mehr allzu lang machen. Vielleicht nur noch bis 30 und dann werde ich selber Feierabend machen. Wieder diese Dinger weg. Meine Herren. Ich muss doch wissen, welche Jahreszeit etc. Vor allem, ich wollte schon ab dem 12. Jahr wieder Felder ran produzieren, aber irgendwie wird alles durch das Wildbret und durch die Sammlerhütte alles geregelt. Das ist irgendwie nice. Wildbret habe ich nämlich mehr als genug.
Pilze, Zwiebeln, Wurzeln, Beeren, alles in bester Ordnung. Aber trotzdem sollte ich so langsam beginnen, Felder zu bewirten, zu bewirten, Landwirtschaft zu betreiben. Ich habe zwei Bauarbeiter und ich habe nirgends ein Fragezeichen. Also kleine Fragezeichen. Ich dachte gerade, wie sind die da rüber gekommen? Ich habe doch keine Brücke hierher gebaut. Ist untätig. So. Weil die Leute brauchen ja Abwechslung, Fische etc. So, da werde ich schon mal zwei Fischer hier wieder einstellen. Gibt es neben Wildbret noch Fisch? Dann tue ich mal die Wildbrethütte weg. Beziehungsweise abbestellen. Hab drei Arbeiter. Es ist Frühherbst. Dann gucke ich, dass ich im nächsten Jahr hoffentlich noch einen Arbeiter bekomme. Dann werde ich die Kartoffeln und Paprika dann für die nächsten Jahre wieder anpflanzen. Vor allem viele Leute unterschätzen ja, mal so, just for fun, unterschätzen die Kartoffeln, weil die beinhalten ja noch Folsäure und so weiter. Wenn man so einen Gemüseeintopf isst, zum Beispiel mit Kartoffeln, ihr wisst gar nicht, wie gesund das zum Teil ist. Habe ich irgendwo mal in einem Buch gelesen, so Wissenswertes. Weil Kartoffeln ja Folsäure haben und so weiter. Und damit konnte früher sogar die Skorbut verhindert werden. Wenn man zum Beispiel jetzt hier so Gemüseeintopf hat, so mit Bohnen, Erbsen, dann ein bisschen Fleisch und vor allem Kartoffeln. Oh, das hat vielen das Leben gerettet. Und apropos Leben retten, unsere Leute sterben wie die Fliegen gerade. Weil die alle alt sind. Auf, legt mal los hier. Wir brauchen Nachwuchs. Ihr habt jede Menge Häuser. Also tut euch mal zusammen. Rigobertrude, ein männlicher Name. Zum Teufel. Na, die Namen sind manchmal schon zum Schießen. Komm, arbeiten. Zwei Leute. Wird halt nicht ausreichen. Dann werde ich noch den Schneider und den Priester abberufen. Die dürfen auch hier das Feld beackern. Ach, wir haben Winter. Ach so, und ich dachte, es wäre jetzt Frühling. Na kommt schon. 14 von 77 Gräber. Es sind schon 14 Leute gestorben. Also wir waren also 26 Leute und die Hälfte sind schon gestorben, wenn man so möchte. Puh. Jetzt sind die hierher gezogen? Von da unten nach da oben? Wow. Ja. Spätwinter, dann wird es gleich Frühling. 17. Jahr. Und die Bauern sollen beginnen, das Feld zu bestellen.
Am Frühlingsanfang legt los. Jawohl. 1, 2, 3. Wo ist Nummer 4? Ja, Kleiner, du kannst gerne auch. Hallo? Dafür. Kleidung ordentlich. Zufrieden? Oh, überhaupt nicht zufrieden. Wahrscheinlich, weil ich die Küche gerade aus dem Spiel genommen habe. Brennholz. Oh, Brennholz ist fast okay. Ich habe ja einen Arbeiter, der macht gleich mal wieder Brennholz. Genug Holz habe ich ja. Zwar arbeiten die auch mal was. Ist untätig. Ist untätig. Der arbeitet. Und er ist zufrieden. Immerhin. So, dann wird es mal wieder Zeit für Brennholz. Und ich habe wieder das Fenster weggeklickt hier. Geschlossen. Nur 7 Brennholz. Ja, das ist nicht gut. Ich würde mal sagen, die Leute sterben uns weg, deswegen tut sich auch kaum was. So, du bist doch, ne? 69 Jahre und musst Holz hacken, oder was? Ne, das bist du. Okay. Beweg dich nicht so schnell. Hallo? Jetzt. Holzhacker. 11 Jahre. Ach, super. Ist doch super. Jetzt muss er sich nur noch ranhalten und ein Kind zeugen. In 3 Jahren ist das Kind erwachsen zum Arbeiten. Stimmt, Fische habe ich ja jetzt auch wieder. Ja, der ganze Fisch landet eher hier drin, anstatt dort hinten. Ist aber auch in Ordnung. Und es wird abgeerntet. Sehr schön. Dann macht mal hinne. Jetzt steigt auch soweit die Gesundheit wieder. Und jetzt muss dann nur noch die Zufriedenheit wieder steigen. Dann haben wir es. Und es muss halt, müssen halt wieder über 20 Leute sein und keine 15.
damit wir die Jobs voll besetzen können. Förster zum Beispiel, Kräutersammler, irgendwas, ach, der Händler. So, wir haben ja eh kein Händlerkontor. Einkaufen, handeln. Ich bräuchte 2 Schafe, die kosten aber 1400. Wegschicken. Ich brauche da viel mehr Brennholz oder irgendwas anderes, mit dem ich handeln könnte. So, einmal abziehen und einmal hier reinfüllen. Damit Werkzeug wieder vorhanden ist. Und ist es jemand gestorben, mal wieder. Weil ich habe jetzt nur noch 3 von 4 Bau. Ja, 16 von 17 ist 77 Gräber. Das wird was. Na, ja, aber gut. Gut, gut, gut. Speichern. Und verlassen. Dann schaue ich mal, wo ich euch hinschicken könnte. Vela macht gerade hier Sea of Thieves. Ansonsten Wissenschaft und Technik. Bea ist offline. Osl macht nichts. Wisst ihr was? Dann schicke ich euch zur Vela rüber. Gibt's halt ein bisschen Piratenabenteuer. Mit Sea of Thieves. Und könnten. Was? Warte mal. Dieser kennt nur für Follower oder Abonnenten an? Hä? Was hat der eingestellt? Das geht ja mal gar nicht. Naja, einfach mal reingucken, ein paar Grüße da lassen und wünsche euch viel Spaß mit einem Piratenabenteuer. Und ja, falls ihr dann bei ihm nichts schreiben könnt, dass er nur Follower drin hat, die diesen Stream verfolgen können oder Abonnenten, dann geht einfach, weil das finde ich jetzt unter aller Sau, wenn das wirklich so ist. Gut, dennoch vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Lissi, danke nochmal für deinen Hack. Und wünsche euch allen einen schönen Sonntag auf alle Fälle noch. Erholt euch noch gut und für morgen einen guten Start in die Woche. Genau. Ich bin gerade ein bisschen voll neben der Spur. So, auf alle Fälle viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Boy, boy. Laut!